Hallo, ich bin Lisa von Zwembad.eu. Also jetzt würde ich etwas mehr erklären über die Kalibrierung. Die Kalibrierung die kann man machen von pH und Redox. Zum Kalibrieren vom pH drückt man 5 Sekunden auf die obere Taste. Zum Kalibrieren vom pH, also das ist hier, man drückt 5 Sekunden auf diese Taste. Dann fragt man, ob man kalibrieren wird über die Pufferlosung pH 7. Falls das richtig ist, drückt man auf OK. Und dann sollen wir die Elektrode in die Kalibrierflüssigkeit setzen und 2 Minuten warten. Also jetzt ist die Kalibrierung fertig und jetzt sind wir wieder da. Also die pH-Kalibrierung ist jetzt fertig. Dann werden wir im Moment die RX, die Redox-Kalibrierung machen. Das macht man auf die gleiche Weise. Also man drückt 5 Sekunden auf diese Taste, die Redox-Taste. Dann sagt man, legen Sie die Elektrode in die RX-Lösung. Das haben wir schon gemacht. Und dann drücken wir auf die Taste RX-Kalibrieren. Also wir werden noch einmal hier drücken. Und dann sollen wir wieder 2 Minuten warten. Also jetzt sagt das Gerät, dass wir fertig sind. Jetzt sollen wir noch 10 Sekunden warten und dann ist die Redox-Kalibrierung auch komplett. Also jetzt ist die Redox-Kalibrierung fertig. Dann gibt es auch noch eine andere Weise zum Kalibrieren vom pH. Also falls man auf die obere Taste zum Kalibrieren vom pH 5 Sekunden wieder drückt, dann kann man wählen, kalibrieren über Pufferlosung pH 7, das haben wir schon gemacht. Aber wir können auch die Kalibrierung selber machen, also falls wir die Taste hier drücken, dann können wir eine manuelle pH-Einstellung machen. Was bedeutet das, falls wir ein Gerät haben, womit wir sicher sind, was der pH-Wert ist? Zum Beispiel einen Pull-Up oder ein anderes Gerät, wo man sicher wisst, das ist der pH-Wert, das ist richtig, dann können wir diese pH-Wert hier selber auch einstellen. Also wir wählen die manuelle pH-Einstellung und dann drücken wir auf OK. Und dann können wir selber sagen, zum Beispiel 7.2 können wir sagen, dass wir gemessen haben und dass wir einstellen möchten. Also wir sagen, der pH-Wert ist 7.2, dann drücken wir auf OK und jetzt sehen wir, dass es 7.2 ist, also der pH-Wert ist jetzt geändert.